Servus Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Landwirtschaftssimulator 2017 auf der Südthüringen-Map. Und wir fangen hier mal mit dem Deutz an. Ich habe mir nämlich letzte Folge schon überlegt. Ob wir hier eine kleine Änderung vornehmen an den Fahrzeugen. Und so von dem, was ich mir jetzt gerade vorstelle, vor allem so im Bereich von Sägewerk, wo wir ja neue Gebäude errichten müssen, habe ich mir dann gedacht, verkaufen wir den Deutz. Auch wenn das ein super Fahrzeug ist, also wirklich ohne Witz, aber das ist im Moment der, den wir am wenigsten brauchen, könnte man so sagen. Und wir kaufen uns dafür einen Steyr, weil er soll forstwirtschaftlich aussehen. Besser wäre natürlich, wenn wir den kleinen Steyr nehmen. Ja, hier. Weil hier gibt es sogar ein Forstdesign. Aber ich vermute, mit 100 PS ist der ein bisschen schwach auf der Brust, weil wir auch noch eine neue eine Säge für die Baumstümpfe brauchen. Jetzt gucke ich gerade mal. Sandlader. 3 Punkte müsste passen. Den kaufen wir uns jetzt schon mal. Und dann, wie gesagt, den Steyr. Den großen Steyr. Dann können wir damit auch mehr anfangen. Eigentlich hätte ich gerne einen Traktor gehabt mit... wobei, wir könnten auch einen Waldrad nehmen. Warte, lass mich mal überlegen. Wir könnten den ja auch forstmäßig aufrüsten. Der kostet uns gleich mal 300.000. Das ist ein bisschen viel. Vielleicht die T-Series. Hier. Wie viel PS kriegt man hier rein? 250. Mit Frontlader geht der sogar. Und Radgewichten. Dann nehmen wir den. Der kostet uns ein bisschen weniger. Haben wir sogar noch ein bisschen Gewinn gemacht. Okay, der steht jetzt beim Händler und dann gucken wir da mal gerade rein. Na, der sieht doch auch ein bisschen forstig aus, oder? Der sieht ein bisschen aus wie ein Forstfahrzeug. So soll es nämlich sein. So, kann ich die jetzt anhängen? Das wäre zumindest sehr geschickt. Jawollo. So, Waldra ist zwar ein bisschen kleiner wie jetzt unsere anderen Fahrzeuge. Der hat sogar, dem habe ich sogar einen Frontlader gegeben. Bin ich gerade am überlegen. Ne, im Moment brauchen wir den nicht. Aber den lassen wir jetzt schon mal zum Sägewerk fahren. Okay, Tschüssikowski. Und wir gucken mal kurz zu den Schafen, weil die Schafe brauchen unbedingt was zu essen. Wo ist er denn? Ich glaube, ich bin schon dran vorbei. Hier, wir haben ja nur noch einen. Nee, wir haben zwei. Hier ist er. So, ich habe mir nämlich in der Zwischenzeit auch noch eine neue Ballengabel organisiert. Die Standardballengabel. Und ich hoffe, dass ich jetzt damit die Ballen bewegen kann. Und die vor allem hier auch angenommen werden beim Futter. Sonst haben wir ja, wie gesagt, haben wir ja letztes Mal schon gemerkt. Probier das jetzt mal von der Innenansicht. So. Das hat schon mal geklappt.
Und er geht auch viel weiter rein wie der andere. Nur noch die Frage, ob wir den hier auch loskriegen. Das sieht nicht so aus. Ich check das gar nicht. Irgendwie haben wir da Schmuh gemacht. Unsere Schafe brauchen Futter, aber wir haben nichts mehr, womit wir die füttern können. Wirklich doof. Ich dachte eigentlich, dass es mit diesen Ballen gehen würde. Aber da haben wir uns wohl verspekuliert. Ja. Das ist ein bisschen doof. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch was zu essen haben. Ja, ein bisschen haben sie noch. Also das wird uns noch ein bisschen reichen. Dann müssen wir uns wohl wieder einen Ladewagen zulegen. Ich hasse das hier drin. Genau deshalb. Alter. So. Manchmal klappt das ziemlich gut hier. Und manchmal stelle ich mich an wie ein Depp. Wir müssen hier nämlich kurz mal sauber machen. Damit es hier auch ordentlich aussieht. Und die Schafe unsere Wolle weiter produzieren. Aber das war's auch schon. Kippen wir das hier wieder rein. Sind wir in der richtigen Position. Ja, sieht gut aus. Aber ich glaube... Warte, lass mich mal gerade nachschauen. Ich bin am überlegen... Oh, wir haben doch noch ein Mähwerk. Also Mähwerk und Schwader haben wir noch. Ich habe hier, glaube ich, irgendwo mal einen Rest abgekippt. Hier. Haha. Das war ein bisschen unpraktisch gelegen. Aber wir können damit wenigstens die die Schafe noch ein bisschen versorgen. Vielleicht so viel, dass sie ausreichend Nahrung haben. Eine Schaufel kriege ich, glaube ich, noch zusammen. Ja, so ungefähr. Aber das müsste auch ausreichend sein. Zumindest für den Moment. Bis wir uns in der nächsten Folge wohl um andere Ballen bemühen müssen. Ich weiß, dass die Quaderballen angenommen werden hier. Dann müssen wir wohl noch ein paar Quaderballen machen. So, dann können wir uns endlich mal um den T-Series kümmern. Der steht wahrscheinlich am Eingang. Genau. War ja klar.
Dann gehen wir hier mal von der Geschwindigkeit ein bisschen runter, dass der uns nicht wieder irgendwo gegenfährt. Und wir beeilen uns mal um zum... warte, bin ich richtig? Ja. Dass wir hier... Warte, da fällt mir gerade was ein. Wir können noch ein paar Sachen verkaufen. Die verkaufen aber so. Zum Beispiel die Baumfräse können wir wegmachen. Den hier auch, weil wir haben einen Scorpion King. Und damit habe ich hier schon einiges abgeholzt. Da müssen wir jetzt weitermachen. Außerdem habe ich die Karte noch ein bisschen optimiert. Zum einen habe ich da hinten noch einen Durchgang geschaffen, so dass wir hier jetzt schon rein und raus fahren können. Sonst hätten wir immer durch die Schranke gemusst. Dann brauche ich das hier, damit ich auch sehe, was hier los ist. Deshalb habe ich hier noch einen Durchgang gemacht und dann können wir hier auch bequem rein und rausfahren. Ich werde euch jetzt hier mal eine kurze Timelapse reinhauen, bis ich die Bäume hier voll abgeerntet habe. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So Leute, da haben wir den Salat. Beziehungsweise das Chaos. So, achtet darauf wirklich, dass wenn ihr merkt, dass der Harvester hier nicht alle Äste wegmacht, dass ihr die sofort entfernt, weil ihr könnt die natürlich auch dran lassen. Aber ihr wisst ja von dem Problem, dass das Autoload dann nicht funktioniert. Und wenn ihr mit Autoload spielt, dann solltet ihr darauf achten, dass die Äste alle weg sind. Dass ihr damit auch keine Probleme kriegt. Fertig! Wir haben sehr lange gebraucht, bis das alles erledigt war. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so lange brauche. Und deshalb werde ich jetzt mal gucken, wie das Ding hier funktioniert. Ob das Ding funktioniert. Nein. Wie lange das Teil überhaupt braucht.
und ob wir einen Blödsinn gemacht haben, indem wir die andere Baumfräse verkauft haben. Ah, okay. Das geht also schon. Warte mal, der Waldrak kann doch... Wir können hier doch, warte. Stufenkreis abschalten. So, Fahrtrichtung wechseln. Steuerung links und B. Tada. Und dann schaltet man die wieder an. Ich weiß aber nicht, ob der... Der braucht so lange. Jetzt muss ich halt dran denken, dass ich falsch rumfahre. Es scheint zu funktionieren. Was wir halt jetzt haben, ist eine riesen Sauerei. Überall haben wir irgendwelches Zeug stehen. Unter anderem die Paletten. Es wird Zeit für ein Palettenlager. Aber das kriegen wir ja in der Folge vielleicht noch hin. Ich weiß gar nicht, wie lange ich noch habe durch die Timelapse. Aber ein paar Minütchen werden es schon noch sein. So, die Maschine ist gut, wenn man sich damit ein bisschen auskennt. Achso, falsch rum. Was wir uns zuerst holen werden, ist ein Rungenlager. Eins oder zwei oder drei. Ich muss dran denken, dass ich richtig rumfahre. Ich glaube, ich ändere das wieder. Weil ich komme zu arg durcheinander. Hallo? Würden Sie mal den Baum bitte entfernen? Also, die Sache ist, nicht so nah ranfahren, lieber ein bisschen Platz lassen. Ihr müsst nicht ganz hinfahren. Das habe ich jetzt dabei gelernt. Ich mache jetzt hier schon mal Platz und die Baumstümpfe weg, damit wir hier gleich die Rungenlage aufstellen können. Dann können wir nämlich die Bäume hier, die wir gerade gesägt haben, ordnen. Also mal schön lagern. Da draußen liegen ja auch noch drei Polder. Also ich weiß gar nicht, ob ich hier jetzt wirklich die ganzen Hölzer hinkriege. Weil es sind schon ein paar mehr, wie ich eigentlich angenommen hatte. Aber das werden wir ja in ein paar Minuten wissen. Wie gesagt, ich hoffe, es reicht. Einen schönen Boden haben wir hier jetzt dann schon mal. Und die drei hier machen wir noch weg und vielleicht müsste eigentlich dann schon reichen.
Da draußen steht übrigens auch noch eine Walze. Die ist mit der Ground Modification ausgestattet. Das heißt, wir können hier dann auch Wege anlegen. Ich werde hier Kies wahrscheinlich verarbeiten, damit es alles zusammenpasst. Dann sieht es auch einigermaßen gut aus. So. Jetzt mache ich gerade, ups, halt zu weit gefahren. Die Reihe will ich mal wegmachen. Die Fräse hier ist einfach ein bisschen besser, weil man muss nicht so exakt über den Baumstumpf fahren. Also man muss schon auch relativ nah ran, aber der hat da eben eine Arbeitsbreite. Und bei der anderen Stubenfräse, da musste man wirklich exakt auf den Baumstumpf. Deshalb dachte ich mir, ich hole mir hier noch einen anderen Mod mit rein. Und so wie es aussieht, war das auch eine gute Entscheidung. Jetzt gucke ich mal, ob der den riesen Stumpf auch wegkriegt. Oh, jetzt hat er richtig mal gearbeitet. Da ging auch der Motor ein bisschen hoch. So, ich hätte gerne die Rungenlage alle schön direkt nebeneinander. So, sieht doch schon mal gut aus. Und dann können wir hier die ersten Lager kaufen. Und dann, da haben wir doch irgendwo diesen Mod. Was haben wir hier? Ah ja, Palettenlager. Das ist natürlich die Frage. Wir haben Leerpaletten, Karton und Papierpaletten. Da muss ich mal gucken, welche Typen das genau sind. Jetzt brauchen wir erstmal einen Rung. Oh Gott, ist das groß. Erstmal Rungenlager. Warte mal, ich glaube, ich setze das hier gegenüber. Damit es natürlich auch relativ parallel haben. Hier können wir durch den Zaun durchsetzen. Das ist natürlich vorteilhaft. Wobei ich gerade überlegen bin, eigentlich hier würden. Nee, da würden keine zwei hinpassen. Es wird jetzt natürlich nicht so schön, wenn wir hier das so hinsetzen. Aber ja, wir machen es jetzt mal so. Und dann gucken wir mal. Ich hoffe auch, dass die Baumstämme nicht die linke Seite aufladen passt. Nicht zu lang sind. Nicht zu kurz. Sorry. Weil als ich das ausprobiert habe, da hatte ich, glaube ich, längere Baumstämme. Wir gucken jetzt, dass alles schön geladen ist. Dann sollten wir mit dem Abladen weniger Probleme haben.
Doch, die Länge passt. Dann drum. Dann einmal umdrehen, bitte. So, und wenn ihr jetzt nah genug an die Rungenlage ranfahrt, dass der runterfällt, war aber nicht geplant. So, wenn ihr jetzt nah genug an die Rungenlage ranfahrt, tadam. Ich gucke jetzt mal, Breite. Breite passt sogar optimal. Und wir dann abladen. Dann landen die nämlich auf dem Rungenteil. Und zwar relativ gut. Wie wir sehen. Bleiben alle liegen. So. Dann nehmen wir mal gerade den Traktor hier. Maltra T-Series. Der ist jetzt nicht optimal dafür ausgerichtet, aber es müsste trotzdem funktionieren. Können wir hier nämlich noch ein bisschen schieben, dass da auch ein bisschen mehr drauf passt. Sehr gut. Hat sogar die richtige Höhe, diese Rabaut. Geschichte. So, und so können wir jetzt einfach alle Stämme aufladen auf dieses Rungenlager. Wie gesagt, achtet drauf, dass ihr schön ladet, dass die alle in der gleichen Entfernung sind, so wie jetzt ist zum Beispiel doof. Ich hoffe mal, dass die noch ein bisschen hinrutschen. Das war jetzt ein bisschen dumm. Aber ja, ihr seht, worauf ich raus will. Jetzt könnt ihr nämlich auch... Also eigentlich könntet ihr hier viel längere Stämme hier abladen. Aber ich habe mir gedacht, damit es hier mit dem Trailer gut funktioniert, nehme ich eben hier 10 Meter Stämme. Und mache hier dann einfach zwei Polder drauf. Rechte Seite abladen. Und dann sieht es alles auch viel geordneter aus. Und wir hoffen, dass ich das bis zur nächsten Folge voll erledigt habe. Dann kaufen wir uns endlich Palettenlager und all das andere Zeug. Meine Schafe brauchen immer noch Gras, sehe ich gerade. Aber das war's von der heutigen Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Like, Abo oder Kommentar. Und bis morgen. Ciao.